Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute zum nächsten Tag hier auf dem GR 131. Und gestern haben wir ja quasi Lanzarote beendet und ich begrüße euch ganz herzlich von der Insel Fuerteventura. An Fuerteventura habe ich so tolle Erinnerungen auch. Warum? Sage ich euch sofort. Wir sind nicht heute Morgen angekommen, wir sind gestern Mittag eigentlich angekommen. Wie das so war, das zeige ich euch jetzt. Ach krass, wir sind mit so einem riesen Katamaran gefahren. Krass. Okay, jetzt müssen wir erstmal ausmachen, wo es hierher geht. Ich glaube, vom Gefühl her da und dann rechts. Das machen wir auch mal. So, Freunde, herzlich willkommen auf Fuerteventura. Boah, finde ich auch super geil. Hier war ich auch schon mal. Und ich finde es bestimmt richtig cool, wenn ich nochmal so an ein paar Orte komme, wo ich schon mal war. Ha, total cool. Aber jetzt gucke ich erstmal, dass ich ein bisschen Päuschen mache. Wir haben heute schon viel gemacht, in den letzten zwei Tagen. So, da haben wir es gefunden. Okay, also wir sind hier oben und jetzt starten wir. Jetzt müssen wir einmal quer über die Insel. Das Coole irgendwie ist, der Trail verläuft tatsächlich irgendwo hier in der Mitte der Insel und nicht überall, aber ja, wir gucken einfach mal. Und hier steht Punta de Jandia. So, 154 Kilometer. Und es geht weiter auf den GR131. Ich glaube, wir müssen hierher. So, Freunde. Hier geht der offizielle Trail her, aber ich werde gleich doch noch mal Richtung Coralejo abbiegen. Ich versuche mich in irgendein Restaurant noch mal hinzusetzen, vielleicht habe ich da Free Wi-Fi. Chill da ein bisschen, kann meine Geräte aufladen und dass ich irgendwie erst heute Abend oder spät Nachmittag weitergehe. Ja, das probiere ich mal und ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit, mal zwischendurch. So, Freunde, ich glaube, wer schon mal von euch hier in Coralejo war, der kennt bestimmt diese Straße. Das ist die Straße, die geht von Süden nach Norden quasi einmal Richtung City Center. Und wir sind jetzt hier, weil wir wollen jetzt uns irgendwo gleich hinsetzen und was essen. Ja. So, Freunde, also wir haben gerade was Leckeres gegessen. Da habe ich mein erstes Video hochgeladen, weil da gab es nämlich Wi-Fi auch. Und ich habe ein bisschen meine Powerbank aufgeladen. Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mir gerade hier so einen Sparladen ein bisschen was zu essen geholt. Die Sachen verpacke ich jetzt eben und dann gehen wir weiter. Und ich weiß gar nicht, wie lange, aber wir gehen heute einfach mal so lange, bis die Sonne untergeht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Lajares noch erreichen. Das wäre jetzt quasi das nächste Örtchen und ja, ich verliere keine Zeit, ich pack's ein und dann geht's los. So, da, seht ihr das? Da ist die Retro Bar. Richtig cool, das kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen. Richtig coole Musik. Da habe ich gerade was gegessen und habe mein Handy aufgeladen und euer Video hochgeladen. Ja, wir gehen jetzt weiter. Wir müssen uns jetzt Richtung Westen gleich richten. Und für euch Leute nochmal einen Blick zurück auf diese Meile. So, zack. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, falls ihr hier wart. Aber für uns geht's jetzt weiter. Und zwar, wir müssen jetzt hier ungefähr in die Richtung erstmal gehen. Grob Richtung diesen Berg.
So, und jetzt werfen wir noch mal einen Blick kurz zurück auf Lanzarote mit Playa Blanca im Vordergrund. Und hier unten, das ist Coralejo. Und dann gibt es da noch eine Insel, die nennt sich Los Lobos. Hier vorne. Los Lobos, Freunde. Ich mache das mal so. Los Lobos, da geht der Weg eigentlich auch her. Aber ist für mich ein bisschen umständlich. Gracias. Für mich ein bisschen umständlich, da hinzufahren, weil ich immer ein bisschen auf die Zeit gucken muss. Ich verspreche euch, auch die Leute, die jetzt sagen, das ist ja gar nicht Blue Hiking. Ist richtig, das überspringen wir jetzt. Aber ich reiche das nach, versprochen. Wenn ich mal irgendwann mit meiner Frau wieder hier sein sollte, dann besuche ich Los Lobos und dann reiche ich das nach. Okay, so, wir gehen in diese Richtung weiter. Und ja, die Wolkenformation ist hier so ein bisschen dramatischer gerade. Und sowas finde ich eigentlich auch ganz geil. Okay, Freunde, das letzte Stück hier, das hat sich ordentlich gezogen. Wir sind ungefähr anderthalb, ein Dreiviertel Stunde aus Coralejo raus. Und im Hintergrund könnt ihr noch Lanzarote sehen. Und da hinten, da seht ihr vielleicht den North Shore. Da war ich mal irgendwo surfen. Total geil. Richtig, richtig cool. Naja, jedenfalls, wir gehen noch ein Stück weiter. Wir haben es aber auch nicht mehr so weit, weil es wird wieder so langsam dunkel und wir müssen natürlich mal irgendwann gucken, wo wir denn schlafen. Und bestimmt gibt es ja ein oder andere gute Spot hier, so ein bisschen versteckt. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Aber noch ist es nicht dunkel. Ich denke mal noch so ein, zwei Kilometerchen und dann habe ich mir mein Feierabend verdient. So, und da vorne sehe ich noch was. Und zwar ist das der Farol de Tozon. Das ist quasi der Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob man den gut erkennen kann. Das ist ungefähr so an der Nordwestspitze der Insel. Und da war ich tatsächlich auch schon mal. Mein erster Urlaub auf Fuerteventura in El Cotillo. Komme zwar jetzt nicht her, aber es ist ein bisschen westlich von uns. So, Freunde, ich habe meinen Schlafplatz heute gefunden. Den werde ich gleich hier vorne aufbauen. Hier ist es relativ eben, keine Steine oder müsste nur ganz wenige wegräumen. Und dann haben wir sofort unseren super Schlafplatz. Wir gucken uns gleich noch den Sternhimmel an. Der Mond ist bereits vorhanden
Und eventuell könnt ihr es noch erkennen, ganz da hinten, das Weiße, das sind die Dunas de Coralejo. Also eine riesengroße Dünenlandschaft, richtig cool. Vielleicht sehen wir es morgen mit der Helligkeit besser. Jedenfalls, morgen gehen wir über La Oliva, werden aber noch unten Lajares durchqueren. Und ja, Freunde, ich danke euch heute fürs Zuschauen, wieder fürs Einschalten. Richtig geil, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und wer hätte das gedacht? Heute Morgen sind wir Lanzarote aufgestanden und jetzt gehen wir auf Fuerteventura schlafen. Wahnsinn. Okay, Freunde, ich wünsche euch jetzt ein ganz tolles Weihnachtsfest noch. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Tag. Lasst euch schmecken, was auch immer ihr gerade macht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Freunde, ich gehe jetzt gleich pennen. Macht's gut. Ciao, bis morgen. Ja, Freunde, und damit nochmal ganz herzlich willkommen zum heutigen richtigen Tag auf Fuerteventura. Ja, und ich hatte gerade schon gesagt, ich habe hier auch wieder ganz tolle Erinnerungen. Und eine Erinnerung tatsächlich, man mag es kaum glauben, wir laufen jetzt gleich durch das Örtchen Lajares. Und in Lajares haben wir damals auch gewohnt. In einer richtig coolen Airbnb-Hütte. Und zwar die. Richtig cool, da haben wir gewohnt. Total geil. Also Leute, richtig toll. Du bist super zentral hinten in Cotillo Beach. Du bist relativ schnell in Coralejo. Das ist einfach mega geil. Ja, Freunde, und damit begrüße ich euch nochmal, beziehungsweise freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir verlieren keine Zeit. Wir gehen jetzt weiter. Und zwar... ja, Richtung Süden würde ich sagen. Also, Freunde, los geht's! Hier habe ich ein kleines Bläschen. Am kleinen Zeh. Ist nicht schlimm. Ja, tatsächlich, ich muss euch das nochmal zeigen, ist einfach super cool. Diese Hütte, die kann man auf Airbnb finden und man kann direkt dann hinten eine kleine Wanderung hoch auf diesen Vulkan nehmen und sich zum Beispiel einen richtig schönen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang angucken. Ja, aber wir gehen jetzt, zack, diese Richtung weiter. Los geht's!
Hallo. So langsam verlassen wir Lajares und gehen die Straße ein Stückchen noch hoch und dann müssen wir irgendwann rechts auf so einen Trail wahrscheinlich abknicken. Jetzt ist es hier aktuell nicht ganz so spannend, deshalb habe ich jetzt nicht so viel gefilmt, aber das hole ich später wieder nach. Es hat sich jetzt nicht viel getan an dieser kargen Landschaft erstmal. Ganz im Hintergrund die weißen Häuser, da seht ihr nochmal Lajares. Und da vorne, da könnt ihr vielleicht noch Lanzarote erkennen. Ja, und zudem sind so ein paar Wolken auch aufgezogen, die da schon so ein bisschen Regen bringen. Ich bin mal gespannt, wie viel dann hier noch landet. Und ja, lass uns einfach mal überraschen. Ja, übrigens da vorne, da müsste sich, glaube ich, das Örtchen Villa Verde befinden. Ja, und wir halten Kurs in diese Richtung, in Richtung La Oliva. Ja, und da würde ich gerne mal Pause machen. So, Freunde, und das finde ich hier eigentlich schon mal ziemlich cool. Wie so eine Art Labyrinth sieht das aus, mit den ganzen Mäuerchen, die mal irgendwann vor langer, langer Zeit wahrscheinlich mal gebaut wurden hier. Und das ist auch wieder so eine Schweinearbeit gewesen. So, Freunde, jetzt habt ihr nochmal einen schönen Überblick. Hier, da müssen wir zwar nicht her, aber das sah irgendwie trotzdem cool aus. Also hier nochmal der Blick zurück auf, ich mach's mal größer, Lajares. Und liebe Grüße gehen raus, hinter diesen Bergen da, da liegt El Cotillo, einer meiner Lieblingsorte hier auf Fuerteventura. Und so hier nochmal ungefähr im Vordergrund von diesem zweiten Hüppel, da haben wir gepennt. Und hier seht ihr noch mal ganz kurz drüben einen Blick zurück, wo wir gestern waren. Da seht ihr Lanzarote. Der Weg ist ja wie für uns gemacht, hör mal. Richtig cool. So, wir sind jetzt hier in La Oliva. Und man würde jetzt vielleicht meinen, hier gibt es Oliven. Nein, war ein Witz. Jedenfalls. Jetzt bin ich wirklich hungrig. Ich habe jetzt ungefähr so 14 Kilometer auf der Uhr. Es ist, ich weiß nicht, 10 nach 10 ungefähr. Und jetzt tröppelt so ganz leicht, ganz, ganz leicht. Aber Leute, hinter mir, da seht ihr schon wieder die Wolken aufreißen. Die ziehen gen Westen, Südwesten. Nur die sind halt nicht so schnell aktuell. Und ja, wir sind in La Oliva. So, Freunde, das habe ich mir doch verdient, oder? Jetzt geht auch die Sonne hier auf in La Oliva. So, fertig gegessen. Ich war jetzt hier vorne in diesem kleinen Mini-Café und durfte meine Powerbank und mein Handy laden. Und jetzt gehen wir weiter. Wir verlassen La Oliva und gehen in die Richtung. Der nächste Halt ist, glaube ich, oder der nächste kleine Dörfchen ist Tinda. Ach nee, ich weiß es nicht. Ich sage euch das später.
Freunde, also, wir laufen jetzt, hatte ich ja gerade versprochen noch zu erwähnen, wir laufen jetzt erst Richtung Tendaya und dann weiter Richtung Tefia. Und hier ist gerade so ein kleines Valley und wir haben schon echt eine coole Aussicht. Ich bin so ein bisschen bedrückt. Bedrückt deshalb, ich hole euch mal ran, dann hört man mich vielleicht auch ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen bedrückt, weil mir geht irgendwie ein bisschen der Saft aus. Nicht mir, sondern meiner Powerbank. Und ich hätte das nicht gedacht, sonst bin ich immer ganz gut mit einer Powerbank ausgekommen. Aber wenn ich jetzt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wenn ich die Videos auf dem Trail schneide, vergeudet das doch sehr, sehr viel Saft. Jedenfalls werde ich mir irgendwo noch eine zweite Powerbank dann kaufen. Das Problem ist, jetzt in den nächsten 50 Kilometern, da gibt es da nirgendwo was. Also entweder bin ich gezwungen, irgendwo einen Stopp zu machen, um wieder alles mal auf Null zu setzen. Ja, oder ich finde mal irgendwas. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen, wegen dem Wind gerade hier. Aber Leute, genießt mal die Aussicht. Super. Richtig cool und blauer Himmel. Woo! Und Freunde, super geil. Also dieser Berg, Vulkan, was auch immer, super schön. Das ganze Schattenspiel, sehr, sehr klasse. Ich finde das mega. Und ich glaube, links davon, da liegt Tendaya. Krass, oder? Nichts als Wüste. Ja, wir sind dann doch einmal um den Monte Tendaya rumspaziert. Das war kein kurzer Spaziergang, das hat ein bisschen was gedauert. Aber jetzt sind wir gleich in Tendaya und ich weiß auch ungefähr schon, wir gehen zwischen diesen beiden Bergen da durch. Und ja, ja, soweit, so gut. So Freunde, jetzt habt ihr noch mal so einen kleinen Überblick hier über Tendaya. Ist nicht wirklich groß und um diesen Berg sind wir quasi gelaufen, denn wir sehen es vielleicht noch ganz in der Ferne. Da sind wir hergelaufen und da, wo die weißen Häuschen sind, da ungefähr ein Stückchen weiter dahinter, da liegt La Oliva. So, und unser Weg führt uns jetzt grob diese Richtung. So, wir verlassen Tendaya und gehen jetzt in Richtung Tefia. Das müssten auch noch mal so 7-8 Kilometer sein. Ich würde sagen, auf geht's, Freunde. Freunde, wunderschöner Ausblick hier. Richtig cool. Und
hinter diesem Tal seht ihr hinten diese Bergkette. Auf einem Berg sind Antennen drauf. Ich glaube, da in der Nähe liegt Betancuria. Das schaffen wir heute nicht. Aber Tefia liegt hier vorne, sind ungefähr noch, ich hätte es gerade gesehen, 5,5-6 Kilometer. Und yo, vorne richtig geil, oder? Richtig geil. Mega geil. Richtig cool. Schon eine verdammt geile Erde, Leute. Richtig geil. So, wir sind jetzt ein bisschen wieder ein kleines Stück Land einwärts gegangen, um wieder Richtung Süden zu marschieren. Und ja, heute ist es recht windig, so bei gefühlten 20 Grad, schätze ich mal. Wenn die Sonne rauskommt, ist ein bisschen wärmer, aber das ist meine gefühlte Temperatur. Das ist jetzt kein offizieller Wert für euch Leute. So Freunde, jetzt haben wir es ungefähr 2 Uhr. Ich habe ca. 30 Kilometer schon auf der Uhr. Das ist eigentlich ganz gut. Und hier unten hat sich gerade so ein bisschen die Hitze gestaut, weil da war gerade kein Wind. Ansonsten ist ja heute relativ windig. Bis nach Tefia ist es nicht mehr weit. So ungefähr 2-3 Kilometer noch. Und ja, ich habe schon richtig Kohldampf. Ich muss mal gucken, wie es weitergeht. Ob ich da einfach wieder im Restaurant meine Powerbank laden kann oder ob ich vielleicht doch irgendwie da in der Nähe so eine Unterkunft finde, um alles nochmal neu aufzuladen. Ja, ich guck mal einfach mal. Wir lassen uns wie immer überraschen. Es wird nicht langweilig auf dem Trail. Das sage ich euch. Kurz Wasser nachtanken. So Freunde, wir schauen noch mal zurück die Strecke, die wir gelaufen sind. Grob. Wir können nicht alles sehen, aber der Berg da vorne, da sind wir gerade vorbeigekommen, denn dahinter liegt Tindaya, da sieht man nochmal diesen Monte Tindaya, den Berg. Und ja, wir sind einmal hier durch dieses Valley gegangen. Und jetzt sind wir gleich in Tefia. So, haben wir das auch geschafft. Woo! Tefia. Geschafft. So, irgendwie schlechte Nachrichten, Freunde. In Tefia gibt es ja gar nichts. Noch nicht mal ist ein Restaurant, ein Supermarkt. Ja, vom Hotel ganz zu schweigen, gut, das kann ich verstehen, aber das ist mein Wasser noch. Mehr habe ich nicht. Ich gehe jetzt ein Stückchen weiter
Und dann frage ich sonst mal, ob mir irgendjemand was im Wasser borgen kann. Dann haben wir schon mal wenigstens etwas. Ja, so ist das. Immer wieder was Neues. Tolle alte Kirche. Verrückt, Leute. Dann bin ich hier gerade hergelaufen und dann sehe ich so nur so ein ganz, ganz kleines Schild Bar. Dann bin ich dahin. Jetzt habe ich doch noch hier eine Bar gefunden, wo ich meine Getränke-Reserven auffüllen kann. Und dann gab es auch noch schön frischen Fisch. Ja. Den lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. So, Freunde, ihr habt ja gerade diese kleine süße Kirche gesehen. Und genau hier wurde gerade so ein bisschen mein Arsch gerettet. Da oben das Schild. Das habe ich noch eben schnell gesehen. Ja. Und wir gehen jetzt noch weiter. Ich mach's mal so. Ich weiß nicht, ob man mich ganz sehen kann. Jedenfalls, jetzt habe ich wieder ein bisschen Saft in den Batterien. Und eigentlich wollte ich heute nicht mehr viel machen. Wir haben so gute 33 Kilometer auf der Uhr. Und das nächste Örtchen mit dem Mini-Mercado habe ich gesehen auf meiner Offline-Karte. Der ist ungefähr 10 Kilometer entfernt. Also jetzt haben wir gute 4 Uhr. Müssten wir so in 2 Stunden ungefähr erreichen. Wir gucken uns das mal an, ob wir das mal schaffen. Hier nochmal ein schöner Blick auf die Südseite von Tifia mit der schönen Mühle da im Hintergrund, sehe ich gerade. Sehr süß. Und diesen schönen Gebäuden. Das finde ich echt niedlich. Ja, Freunde, schaut euch mal das Wetter an. Was ist denn hier los? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, lassen wir uns doch nicht von beunruhigen. Von irgendwo da hinten sind wir gekommen heute. Aber noch viel, viel weiter. Nur Wüste. Das ist schon eine krasse Natur, ne? So, Freunde, jetzt habt ihr wieder was zum Lachen. Marian ist off-trail. Marian hat sich nicht verlaufen, aber irgendwo muss ich irgendwas verpasst haben. Und ja, ist aber nur ein kleines Stückchen. Also nicht wirklich weit, vielleicht 200, 300 Meter. Yo, my friends! Mr. Dirt meldet sich wieder zu Wort. Also, hier, wie ihr seht, ist jetzt nicht allzu spannendes. Es ist einfach ein sehr, sehr langgezogenes Tal. Es sieht ja immer gleich aus. Ja, wir haben es so ungefähr etwas mehr als 39 Kilometer auf der Uhr. Und ich muss noch so ein paar bis da hinten hin. Ich hoffe, da ist gleich noch so ein Mercado, also so ein kleiner Supermarkt. Und der hat hoffentlich ein bisschen noch, also hoffentlich erstmal auf, damit ich mir was für morgen schon mal einkaufen kann. Weil dann, Freunde, geht's hinten über die Berge. Also die ersten kleinen Climbs morgen. Und da freue ich mich schon drauf. Und dann gibt's bestimmt auch coole Aussichten, würde ich sagen.
ich sag einfach mal, versprochen. So, wir sind hier in Llanos de Concepción angekommen. So ein kleines Dörfchen, wirklich sehr, sehr klein. Und das werden wir gleich auch schon wieder verlassen. Denn es geht noch weiter. Da ist ein nächstes Dorf. Und da möchte ich gerne hin. Da möchte ich versuchen, ob ich da irgendwie noch was, so einen kleinen Mini-Mercado, ach, habe ich euch schon erzählt, ob ich den noch antreffen werde. Okay, let's go. Ganz klasse. Das Restaurant und der Minimarket haben zu und es ist kurz vor 6. Was mache ich denn jetzt? Wenigstens ein bisschen Wasser. Oh, Freunde, ich bin gerade in Valle de Santens oder wie das heißt. Ich habe euch ja gerade gezeigt, dass es zu ist. Schön beleuchtet übrigens. Das finde ich cool. Und jetzt habe ich gerade ein paar Spanier gefragt. Die sagten ja, um 7 Uhr öffnet das erst. Wir haben es aber noch keine 7 und auf einmal kam wohl der Besitzer von dem Minimarkt vorbei und hat aufgeschlossen. Keine Ahnung. Oh, das ist so cool. Jetzt werde ich mir eben meine Sachen nochmal verpacken und ich habe mir ein bisschen Oreos geholt. So als kleine, wie sagt man, ich komme nicht aufs Wort, als kleine Belohnung für heute. Denn wir sind so noch nicht ganz 45 Kilometer schon gelaufen und wir können natürlich hier nicht schlafen, sondern wir müssen gleich tatsächlich einen ganz kleinen Climb machen, irgendwie weg von der Stadt oder von dem Örtchen und dann, ja, aber jetzt lasse ich mir die Oreos schmecken, ziehe die weg und trinke mir noch eine Fanta, fülle mein Wasser ab und dann geht's los. Kleine Planänderung. Ich bin jetzt noch mal ein Stückchen hierher gelaufen. Ich will euch noch mal eben kurz meinen Schlafplatz zeigen. Wunderbar. So, hier ist so eine Mauer. Bin ich perfekt windgeschützt. Und hier kann ich eigentlich einigermaßen gut liegen. Denn nach draußen hin ist nur diese Öffnung, ist Open Air. Und warum ich jetzt hier bin, erzähle ich euch jetzt gleich, wenn ich mich erstmal hingelegt habe. Kleinen Augenblick. So, Freunde, ich habe mich jetzt hierhin verzogen. Ich mache jetzt gleich die Döppen zu. Und nach guten 45 Kilometer heute möchte ich diesen Tag beenden. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Und morgen gibt es bestimmt richtig coole Aussichten, denn morgen gehen wir früh sofort hier den Berg hoch und dann gucken wir mal, was uns dann erwartet. Vielleicht sogar ein richtig cooler Sonnenaufgang. Ja, Freunde, und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und bedanke mich für eure Treue und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Leute, macht's gut, ciao!